John Allen Shaw war ein 26-jähriger Abenteurer mit großen Visionen. Sein starker Glaube und seine missionarische Einstellung führten ihn dabei auf eine kleine Insel im Indischen Ozean. North Sentinel Island, die Heimat der Sentinelesen, eines der isoliertesten Urvölker der Erde. Es sollte eine Reise werden, die Shaw schon bald bereuen würde. John Allen Shaw war fasziniert von Abenteurern. Schon als Kind verschlang er Bücher über Entdecker wie Christopher Columbus und James Cook. Diese Bücher beschreiben Männer, die Risiken eingingen. Männer, die bereit waren, für ihre Vision zu sterben. Seine Vorliebe für solche Abenteuergeschichten ist ein wichtiger Punkt, um Shaws inneren Antrieb für die hier folgende Geschichte zu verstehen. Doch der eigene innere Entdeckerdrang ist nur ein Teil, der zum Aufbruch seiner Reise geführt hat. Die zweite wichtige Säule bildete sein starker Glaube. Seine Familie ist streng gläubig und Mitglied in einer religiösen Vereinigung namens Assemblies of God, was übersetzt so viel heißt wie die Versammlungen Gottes. Es handelt sich dabei um eine sehr konservative Ausrichtung des Christentums. Die Geschehnisse in der Bibel werden dort nicht metaphorisch verstanden, sondern als die faktische Wahrheit angesehen. Und auch die Bibel erzählt die Geschichte von mutigen Menschen, die bereit waren, für ihre Überzeugung ihr Leben zu geben. In Shaw erwuchs der Wunsch, Menschen zum christlichen Glauben zu bekehren, genauso wie es Jesus damals selbst getan haben soll. Der 26-Jährige wollte sich aber nicht damit zufrieden geben, seinen Nachbarn ein paar Werbeflyer in den Briefkasten zu werfen. Nein. Und an diesem Punkt erhält die Geschichte ihren völlig absurden Charakter. Shaw hörte von einer nahezu verlassenen Insel im Indischen Ozean. North Sentinel Island. Sie beherbergt ein Urvolk, welches bis heute als das am meisten isolierteste Volk der Welt gilt. Und die Inselbewohner zeigten bisher kein sonderlich großes Interesse, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Auswärtigen sind sie in der Vergangenheit immer wieder feindselig begegnet. Im Juni 2006 verschwanden zwei indische Fischer. Nachdem eine Vermisstenanzeige aufgegeben wurde, entdeckte ein Suchhubschrauber ihre leblosen Körper am Strand der Sentinelesen. Was genau passiert ist, bis heute unklar. Doch dass die Sentinelesen mit dem Ableben der Männer zu tun haben, scheint offensichtlich. Trotz solcher Schreckensmeldungen erwuchs in Shaw eine Vision. Er wollte nach North Sentinel Island, um die Eingeborenen vom Christentum zu überzeugen. Was sich zunächst einmal anhört wie ein Witz, war Shaws völliger Ernst. Er wollte einen Urstamm von Jesus Christus überzeugen. Und das, ohne überhaupt ihre Sprache zu können. Was sollte schon schiefgehen? Die nun folgenden Schilderungen werden mit Einträgen aus Allen Shaws Tagebuch rekonstruiert. Im November 2018 setzte John Allen Shaw seinen Plan in die Tat um. Er wusste, dass es nicht leicht werden würde, auf die Insel zu gelangen. In Port Blair bezog der 26-Jährige zunächst ein Hotelzimmer. Er kam ins Gespräch mit den Einheimischen und begegnete schließlich zwei Fischern. Sie boten ihm an, ihn gegen Bezahlung in die Nähe der Insel zu bringen. Shaw willigte ein. In der Nacht des 14. November 2018 brach er mit den zwei Männern auf. Ihr Schiff legte jedoch nicht direkt an der Insel an. Die Fischer waren vorsichtig und bestanden auf einen großzügigen Sicherheitsabstand. Da es nachts zu gefährlich war für einen Erstkontakt, entschied sich Shaw erst am nächsten Morgen zu der Insel aufzubrechen. Als die ersten Sonnenstrahlen das Deck des kleinen Fischerbootes erreichten, bereitete Shaw sein Kajak für die Überfahrt vor. Shaw war sich der Gefahr seines Unterfangs bewusst, aber in seinen Augen war die Insel die letzte Hochburg Satans. Und diese galt es zu bekehren. Die Männer vereinbarten, dass das Fischerboot zunächst in der Nähe bleibe, falls etwas nicht nach Plan verlaufen sollte. Mit gemischten Gefühlen ließen die Männer das Kajak zu Wasser und Shaw setzte sich hinein. Mit im Gepäck hatte er Bilderkarten für eine wortlose Kommunikation und Geschenke wie Scheren und Fischerhaken. Entschlossen nahm der junge Mann nun Kurs auf die Insel. Das dicht bewachsene Dickicht der unerforschten Insel war schon bald in greifbarer Nähe. Shaw war zunächst vorsichtig und wachsam, als ihm plötzlich ein Eingeborener mit gelb bemaltem Gesicht ins Auge fiel. Sobald die Gestalt den Mann im Kanu erblickte, fing sie an zu schreien. Nicht lange und es ragten weitere gelbe Gesichter aus dem dunklen Wald hervor. Shaw fiel sofort auf, dass der Großteil von ihnen mit riesigen Holzbögen ausgerüstet war. Die Ureinwohner beobachteten jede Bewegung. Der 26-jährige Abenteurer wurde zunehmend nervöser. Und dann passierte es. Ein paar der Einwohner spannten plötzlich Pfeile in ihre Bögen. Als Shaw das erkannte, ergriff ihn Todesangst. Er wendete das Boot und ruderte so schnell er konnte weg von der Insel. Erschöpft erreichte der junge Mann schließlich das sichere Fischerboot. Jetzt würde man denken, dass jeder geistig gesunde Mensch diese Insel nie wieder betreten würde. Nicht jedoch Shaw. Anstatt an den Abbruch seiner Mission zu denken, plante er bereits einen zweiten Versuch. Diesmal wollte er die Insel betreten. Also stieg er erneut in sein Kajak und machte sich wieder auf den Weg zur Insel. Diesmal bemerkte niemand sein Eintreffen. Shaw legte an und verließ sein Boot. Die Atmosphäre am Strand war fast schon gespenstisch. Hastig begann er sofort, seine Geschenke am Strand auszulegen. Auf diese Weise wollte er den Eingeborenen seine friedlichen Absichten demonstrieren. Plötzlich stießen ungewöhnlich hohe und laute Schreie aus dem Dickicht. Die Ureinwohner waren zurückgekehrt und kamen ihm immer näher.
Zunächst schienen die Sentinelesen den ungebetenen Gast zu tolerieren. Chao begann Zeilen aus der Bibel vorzulesen, als plötzlich ein junger Mann unvermittelt einen Pfeil auf ihn schoss und damit seine Bibel durchbohrte. Hastig suchte er nach seinem Kajak, nur um panisch festzustellen, dass sein Boot bereits von Ureinwohnern in den Wald getragen wurde. Chao stürzte sich ins Meer und schwamm in die Richtung des Fischerboots. Und wie durch ein Wunder und dank seiner körperlichen Fitness schaffte er es, sich erneut in Sicherheit zu bringen. Doch als er endlich das Boot erreichte, berichtete er den Fischern von einer absurden Erkenntnis. Seiner Ansicht nach würde es das Urvolk beruhigen, wenn das Fischerboot verschwinden würde. Sie sollten ihn alleine auf der Insel zurücklassen. Das wäre die einzige Möglichkeit, das Urvolk von Satan abzubringen. Trotz erheblicher Bedenken willigten die Fischer ein. Sie einigten sich darauf, Chao am nächsten Tag abzuholen. Der 26-Jährige setzte sich ein letztes Mal in sein Kajak und brach erneut zur Insel auf. Ab diesem Zeitpunkt endeten die Einträge in seinem Tagebuch. Am nächsten Morgen steuerten die beiden indischen Fischer erneut die Insel an. Doch als sie sich dem dicht bewachsenen Eiland näherten, machten sie eine grausige Entdeckung. Sie sahen, wie Eingeborene den leblosen Körper des jungen Abenteurers am Strand entlang zogen. Und somit endete die Geschichte des John Allen Chao. Was sich zunächst anhörte wie ein verrückter Tagtraum eines Teenagers, wurde für John Allen Chao zu einem wahrgewordenen Albtraum. Trotz der klar erkennbaren Gefahr ließ sich der junge Mann nicht von seinem Vorhaben abbringen. Ein Umstand, den er mit seinem Leben bezahlen musste. Die Bergung von Chaos Leichnam wurde als zu gefährlich eingestuft. Aus diesem Grund hat John Allen Chao North Sentinel Island nie wieder verlassen.